Also Friederike, du hast diesen Kurs jetzt das erste Mal mitgemacht. Wie hat es dir gefallen? Was hast du erlebt? Erzähl mal ein bisschen. Also es hat mir super gefallen. Ich wusste ja relativ wenig vorher, es war eine total spontane Entscheidung. Und gerade habe ich sozusagen so eine Druckbetankung auf in kürzester Zeit bekommen. Und ja, das arbeitet alles noch. Und also es macht schon Sinn, das nochmal zu machen. Ich hätte Lust. Okay, und was glaubst du, was wirst du jetzt in dein tägliches Leben erstmal mit zurücknehmen? Vielleicht ein, zwei Sachen oder was? Ja, gleich die ersten Übungen. Also Ja. die kannte ich im Vorfeld schon, das war ganz gut, das hat mir den Einstieg erleichtert. Aber das nochmal einfach eingebettet in dieses ganze Wissen. Das wurde im Kurs super gut vermittelt. Also einfach das Abwechseln zwischen, was ist der Hintergrund, auch die geschichtliche Einordnung, das hat mich total abgeholt. Ich wusste nichts über die Inkas vorher. Und das war so auf verschiedenen Ebenen, so wie die Tradition ja auch arbeitet. Es ist eine komplett andere Sicht auf die Welt. Und was glaubst du, was kann dieses Wissen oder dieses Training den Menschen bringen, die jetzt herkommen würden, vielleicht im nächsten Kurs? Warum würden die kommen? Was könnten sie hier mitnehmen für sich? Thema Energiearbeit, also ich hatte wenig Zugang dazu vorher und das hat sich hier von Tag zu Tag eigentlich mit jeder Übung gestärkt. Also ich habe am Anfang viel über die Visualisierungen gemacht und das hat mir total geholfen. Und jetzt am Ende, ich meine, jetzt am Ende stand ich, glaube ich, ziemlich lange alleine hier, weil es einfach so intensiv war von der Energie her. Also das war sozusagen das größte Erlebnis jetzt hier, diese Energie zu fühlen und selber zu erschaffen. Also es war mir vorher überhaupt nicht, ich wusste das gar nicht, dass das geht. Und was hast du, was glaubst du, was könnte diese Techniken, die du hier gelernt hast, in deinem Leben noch für dich tun? Also einmal vertraue ich darauf auch, dass das überhaupt schon die Sinne schärft und ich eine andere Wahrnehmung habe. Also wir haben das ja alles hier immer mehr verfeinert. Und dann, wenn man sich nicht gut fühlt oder so, einfach sich mit leichter Energie zu reinigen, sich aufzuladen. Also das ist ein Tool, ja, einfach um sich zu kräftigen, sich zu stärken. Und da haben wir ganz viele Übungen gehabt, die wir ja auch alle alleine unabhängig voneinander machen können. Und also den Mehrwert sehe ich absolut in meinem Alltag.